Hallo Leute, heute habe ich wieder ein neues Video für euch und zwar einen Vlog. Ja, ich habe mich mal entschlossen, mal wieder ein Laber-Video zu machen, weil ich da irgendwie voll Lust drauf habe, gerade irgendwas zu labern, weil mir gerade langweilig ist. Und ja, wie fängt man immer so einen Vlog an? Erstmal habe ich vor, wieder ein Frage-Beantworten-Video zu machen und deswegen wäre es total cool von euch, wenn ihr mir wieder so viele Fragen, wie euch einfallen, unten in die Kommentare schreibt. Ich würde wirklich so viele wie möglich dran nehmen. Also wäre natürlich cool, wenn da viele kämen. Das war das Erste. Also wenn ihr Fragen an mich habt, dann schreibt ihr sie unten in die Kommentare. Und dann suche ich mir halt so die schönsten Fragen aus, wo mir halt gefallen. Oder ich nehme einfach alle, kommt es darauf an, wie viele Fragen ich bekomme. Ich bekomme natürlich viele Fragen. Und dann mache ich so ein Frage-Beantworten-Quiz, weil das habe ich zuletzt im Februar oder im Januar gemacht. Im Februar, glaube ich, oder im Januar, ich weiß nicht genau. Jedenfalls ist das schon etwas länger her und deswegen dachte ich mir, ja, machst du einfach nochmal ein Frage-Beantworten-Video. So, und weil es mir aufgefallen ist, habe ich heute einen coolen Zopf. Und zwar gefallen mir Fischgrätenzöpfe voll gut. Und irgendwie hatte ich gerade Lust, mir meine Haare zu flechten. Und deswegen, ja. Und so genau bis nach unten ist mir das eingefallen wegen Darums Video. Das haben bestimmt auch viele von euch gesehen, wo sie diesen Fischgrätenzopf extrem gebracht hat. Ich habe jetzt nicht ganz so dünne Stränge genommen, aber naja, es sieht trotzdem ganz okay aus. Jetzt laber ich einfach noch so ein bisschen drauf los. Also heute ist Montag, heute hat die Schule wieder begonnen, nach 2 Wochen Ferien. Und ich find's scheiße. Und ich hatte heute ein Deutschreferat vorzutragen und es lief ganz gut. Ich habe eine 2 bekommen. So, und an der Stelle würde es mich mal interessieren, in welcher Klasse ihr so seid. Also ich bin in der 8. Klasse. Und mich würde es echt mal interessieren, in welcher Klasse ihr so seid. Und was sind denn so eure Lieblingsschulfächer? Also ich mag halt am liebsten Kunst und Englisch. Also am meisten hasse ich ja Mathe. Ja, ich hocke jetzt mal wieder hier vor meinem Fenster, weil irgendwie hatte ich gerade Lust auf gutes Licht. Und deswegen, weil gerade irgendwie ein bisschen Sonne scheint, aber auch nicht zu viel, dass es mich blendet, habe ich mir gedacht, hocke ich mich einfach mal vor mein Fenster. Ja, heute war es ja endlich mal wieder ein bisschen wärmer und das hat mich echt richtig gefreut, weil ich kann meine Winterjacke jetzt schon gar nicht mehr sehen. Ich will die gar nicht mehr anziehen irgendwie, weil irgendwie finde ich die jetzt schon wieder irgendwie voll hässlich und die ist mir schon viel zu dick und ja, deswegen bin ich heute nur mit meiner etwas dickeren Camouflagejacke aus dem Haus gegangen und es hat funktioniert. Es war irgendwie voll cool heute. Ja, abgesehen von meinem Fahrrad natürlich. Und Mathe. Ja, was soll ich denn noch labern in diesem Labervideo? Ah ja, ich habe halt auch einen Blog und da poste ich eigentlich ziemlich regelmäßig Bilder von Sachen oder mir oder was auch immer. Und das würde mich total freuen, wenn ihr da mal vielleicht vorbeischauen würdet oder so. Und mein Instagram, YouTube, Facebook und so ist auch unten in der Infobox. Und ja, da könnt ihr halt auch immer mit mir schreiben, wenn ihr das wollt. Ja. Das hört sich irgendwie so komisch an, das so von mir zu sagen, so wie so, ja, ihr könnt mit mir schreiben, wenn ihr das wollt. Keine Ahnung, wer will schon mit mir schreiben? Ja, jedenfalls, ist das halt alles in der Infobox. Und übrigens könnt ihr mir auch über Facebook, über Privatnachricht oder so Fragen stellen und unter ein Bild von meinem Instagram vielleicht. Das ist mir eigentlich ziemlich egal, wo ihr mir Fragen stellt. Bloß stellt mir so viele Fragen, wie ihr euch überhaupt ausdenken könnt. Weil es ist immer cool, wenn man ein bisschen Auswahl hat aus den Fragen. Und vielleicht dann auch mal ein paar Außergewöhnliche dabei sind. Und nicht nur, wie heißt du, wie alt bist du, in welche Klasse gehst du. Sondern vielleicht mal ein paar außergewöhnliche Fragen, wo ich noch nie beantwortet habe. Und das wäre voll witzig, also lasst eurer Kreativität freien Lauf. Ja, was soll ich noch sagen?
Ich habe einen neuen Labello. Der ist gut. Genau, wenn ihr noch ein paar Videowünsche habt oder so, dann schreibt sie mir auch unten in die Kommentare. Oder irgendwelche Verbesserungsvorschläge von meinen Videos. Oder ja, Lob oder was auch immer, was euch gerade einfällt. Dann schreibt sie auch unten in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, beende ich jetzt dieses Video, das vielleicht langweilig war, aber naja, vielleicht schaut es ja trotzdem jemand an. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, damit ich auch weiß, dass ihr solche Vlog-Video mögt. Und ja. Und vergesst nicht, die Fragen fürs Fragen-Antworten-Video und die Kommentare zu schreiben. Das ist sehr wichtig. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss!